Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir, und in diesem Video möchte ich mal wieder mit euch über einige Leaks reden. Ich weiß ja ganz genau, dass es euch genauso interessiert wie mich, und deswegen kommt das ganze Video hier auch auf jeden Fall. Leute, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Ansonsten einfach mal ein Abo dalassen und natürlich auch die Glocke aktivieren, weil ich mega aktiv bin. Ich bin richtig in diesem Game jetzt drin, und ich habe richtig Bock, weiterhin Videos zu machen, mehr Qualität reinzubringen und so weiter. Also supportet mich einfach mal. Teilt das Video gerne mit euren Freunden. Und ansonsten, wenn ihr bei einem Gewinnspiel mitmachen möchtet, dann ganz einfach ein Abo dalassen. Natürlich die Glocke aktivieren. Meinen Creator-Code im Gingshot-Shop angeben. Der lautet nämlich METE-8. Schickt mir davon ein Foto auf Instagram und ihr macht automatisch bei dem Gewinnspiel mit. Das dauert eine Woche, und was ihr gewinnen könnt, ist ein von drei Starterpaketen, und zwar das Laguna Starterpaket. Aber genug gequatscht und genug Werbung gemacht, wir fangen direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Ja Leute, ihr habt es schon gehört, es sind wieder einige Leaks in Fortnite entstanden, und um diese Leaks soll es in diesem Video gehen. Und zwar kennt ja jeder von euch diesen Iconic Skin und das Szenario Emote. Das Ganze kam mit dem S10 Plus, also dem Samsung S10 Plus und dem S10 ins Spiel, konnte man sich freischalten lassen, und das war sozusagen eine Promotion von Samsung. Epic Games hat da selbstverständlich mitgemacht, und das war so eine Kooperation zwischen den beiden, und es war auch wirklich sehr, sehr cool. Viele von euch haben vielleicht schon den Iconic Skin. Ich persönlich habe ihn nicht. Ich kann mir einfach nicht für 1000 Euro ein Handy kaufen, um mir diesen Skin freizuschalten. Andere Baller machen das gerne, aber ich finde es einfach rausgeschmissenes Geld. Aber Leute, es wurden wieder Sachen gefunden, denn diese beiden, dieser Skin und das Emote, sollen keine Promo-Aktionen sein, sondern sollen auch später, wenn diese ganze Promotion mit Samsung und Fortnite vorbei ist, in den Item-Shop kommen. Das wäre gar nichts Neues, Leute, denn das haben wir ja schon mal gesehen. Ja, Nvidia war das beste Beispiel. Epic Games hat einfach den Nvidia-Skin, also den Reflex-Skin, einfach wieder in den Shop getan und dachte sich, wisst ihr was, Digga, ist mir scheißegal. Viele Leute wollen ihn haben, viele wollen ihn kaufen. Wir packen ihn in den Shop und machen einfach mal richtig dick Asche. Der Grund dafür war einfach, dass die Promotion sozusagen und die Kooperation zu Ende war und die sozusagen keine Kooperation mehr hatten. Also hatte Epic Games die freie Entscheidung, ob sie das Ganze wieder in den Shop tun wollen oder nicht. Haben sie auch gemacht. Tatsächlich wurden dann wieder einige Sachen geleakt, dass da ein zweiter Stil für diesen Reflex-Skin rauskommen soll, für die Leute, die wirklich eine Grafikkarte gekauft haben. Aber bei dem Iconic-Skin soll das tatsächlich auch der Fall sein. Der soll nämlich auch wieder in den Item-Shop kommen. Ich habe es euch wahrscheinlich schon im Hintergrund eingeblendet. Da ist sogar noch ein roter Pfeil. Da steht Cosmetics, Source und Item-Shop bei diesem Skin und dem Emote. Ja, das ist tatsächlich so sozusagen einer der größten Leaks. Was auch noch rausgefunden wurde, oder was ich auch noch gesehen habe, ist, dass man jetzt ein neues Fortnite-Set kaufen kann, und zwar das Cobra-Set. Ja, da kriegt man die zwei Skins. Ich habe tatsächlich den Rebell oder den Rebell, ja genau, und die andere, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt, ich glaube Shade hieß sie, und die beiden Skins kriegt man plus 1000 V-Bucks, ja, kann man sich kaufen. Das Ganze kostet um die 25 Euro, die Frage ist halt nur, ob man sich das wirklich gönnen möchte. Man muss dazu sagen, die beiden Skins kosten jeweils 1500 V-Bucks, und das wären dann 3000 V-Bucks. Plus 1000 V-Bucks noch dazu, wären dann 4000 V-Bucks insgesamt. Ja, derzeit kriegt man 4000 V-Bucks, für 40 Euro, denn man kann auch, oder tatsächlich 4000 V-Bucks, ja genau, für 40 Euro plus nochmal 1000 V-Bucks da drauf. Aber das Ganze kann man hier für 25 V-Bucks ergattern, also zwei Skins und die 1000 V-Bucks. Ob man das machen möchte oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was passiert, wenn man einen Skin schon hat, denn dazu wurde nichts dazu gesagt. Ich habe den Rebell-Skin schon, und deswegen kommt das Ganze für mich nicht in Frage. Ich würde dann lieber doch den Shade-Skin kaufen, aber ich feiere den absolut nicht. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Würdet ihr euch das Ganze kaufen? Ja oder nein? Oder habt ihr euch das Ganze schon gekauft? Ja, ich verlinke euch mal ganz unten in der Videobeschreibung einen Link. Da könnt ihr das gerne kaufen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich würde es euch irgendwie nicht empfehlen, weil, also zumindest, wenn ihr einen von beiden Skins schon habt. Wenn ihr beide haben wollt, plus die 1000 V-Bucks, dann lohnt sich das Ganze definitiv. Für 24, 25 Euro kann man da auf jeden Fall ein gutes Schnäppchen machen. Eure Meinung auch gerne zu dem Iconic Skin in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere da gerne mit. Das sind so die aktuellen Leaks. Es muss nicht zu 1 Million oder 1000% stimmen. Das kann ich nie garantieren, Leute. Ich kann euch aber sagen, was ich denke. Und das ist sozusagen das, was ich denke, dass das Ganze auf jeden Fall kommen wird irgendwann. Ja, ansonsten würde ich sagen, was ist von diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen möchtet, dann macht es gerne. Einfach ein Like da lassen, Abonnent von diesem Kanal sein, natürlich auch die Glocke aktivieren, meinen Creator-Code im Gegenstandshop angeben, METE-8 ist komplett kostenlos. Plus, Leute, auf Instagram davon ein Beweisfoto schicken, da heiße ich nämlich METE8YT. Ja, danke dafür auf jeden Fall. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, um mich zu supporten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.